Okay, komm. Nicht gucken, ich habe dir einen Besuch dahingestellt. Was? Nicht, dass die Ulrike umfällt. Weiß gar nicht, was sie erwartet. Vorsicht. Hallo, meine Lieben, ich bin's, die Ulrike. Darf ich jetzt gucken? Ja. Die hat ja sogar ein Kleid an. Das ist hässlich. Okay. Ja, geil. Jetzt riecht das Video nicht alleine, sondern hab so einen chilligen Freund neben mir sitzen. Wir können beginnen. Das ist klasse, liebe Ulrike. Hallo, meine Lieben. Und willkommen zu meinem neuen Video mit, wie ich gerade spontan erfahren habe, dieser wunderschönen Ulrike. Und ich habe euch nach Fragen gefragt. Ulrike. Und dann geht das ganze Video so. Wir fangen einfach direkt an. Und zwar ist die erste Frage eigentlich keine richtige Frage, sondern eher eigentlich eine Aufgabe. Und zwar lautet sie: Bianca, kennst du Zungenbrecher? Und wenn ja, sag mal welche auf. Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, merken Schnecken zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Ey, wieso nicht noch länger? Okay, also, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, bemerken Schnecken zu ihrem Schrecken, dass Schnecken nicht schmecken. Ja! Oh mein Gott! Richtig. Boah, ich hätte nie in meinem ganzen Leben gedacht, dass ich das hinbekomme. Der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte. Ey, seit wann sind Zungenbrecher so scheiße lang? Der dicke Dachdecker deckt dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass er dein Dach deckte. Nee. Nein? Warte, nochmal. Oh nein. Alles klar. Boah, Leute, ich bin so verwirrt gerade. Ich dachte einfach, oh, ich setze mich hier chillig hin, drehen, Fragen und Antworten Video. Nee, plötzlich sitzt hier so eine Ulrikenbox und labert mich von der Seite zu und bringt mich komplett aus dem Konzept. Hi, ich bin's, die Ulrike. Darf ich jetzt gehen? Daumen nach oben für mich. Ja, Leute, gebt unbedingt einen Daumen nach oben, wenn ihr nochmal ein Video mit dieser wunderschönen Ulrike sehen wollt. Ulrike. Dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der zweiten Frage. Und zwar hat mich jemand gefragt, was ich im Moment in meiner Freizeit gerne mache. Und ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass das Wetter im Moment auch so gut ist wie bei mir hier in Köln. Ich liebe es, wenn der Frühling kommt. Wir haben so viel Sonne die letzten Tage und deswegen bin ich im Moment in meiner Freizeit super gerne draußen, in der Sonne, an der frischen Luft. Wir sind viel in der Stadt unterwegs, gehen spazieren, essen ein Eis, treffen uns mit Freunden, alles das, was man eben im Frühling draußen so Schönes machen kann. Aber wenn wir dann zu Hause sind oder es abends wird und ich einfach mal ein bisschen chillen will, habe ich im Moment ein mega krasses Suchtspiel. Und zwar ist das Cooking Fever. Ich habe euch diese Spiele-App schon mal vorgestellt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Level ich da war, aber ich habe so viele neue Restaurants. Erstmal, um euch ganz kurz zu erklären. Worum es in der App geht. Das ist eine mega geile Spiele-App, wo ihr quasi eure eigenen Restaurants aufbauen könnt. Und je weiter ihr in den Leveln steigt, desto mehr Aufgaben habt ihr, desto komplizierter wird das Ganze. Und ihr müsst dann eben alle Gäste, die in euer Restaurant kommen, bedienen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Ich sitze wirklich immer hier so, bin mega hektisch angespannt, will alles schaffen. Und ja, wenn die Gäste nicht bedient werden, dann gehen sie halt und dann verliert ihr Geld und Punkte und was weiß ich. Ich habe so viele Level hier schon komplett durchgespielt und mir alle schon freigeschaltet und sogar hier auf der Insel mich schon ausgebreitet mit zwei Restaurants und perfekt zu dem schönen Wetter im Moment, zum Beispiel diese Eisdiele hier gemacht und das ist einfach alles so voll schön designt mit den Palmen und alles sieht einfach mega cool aus und es macht wirklich sehr viel Spaß. Deswegen, wenn ihr so Spiele auch gerne mögt, für euch selbst sowas aufbaut und wirklich so eine eigene Geschichte quasi spielt, dann schaut unbedingt mal in der Infobox vorbei. Da verlinke ich euch nämlich alle Download-Links und alle Informationen nochmal zu der App Cooking Fever. Ist natürlich kostenlos und genau, da könnt ihr das nochmal euch in Ruhe anschauen und gerne mal ausprobieren, wenn ihr Bock drauf habt. Hast du eine Frage an mich? Nein, eigentlich nicht. Hast du eine Frage an mich? Okay, schade, nö. Okay, dann halt nicht. Aber ihr hattet noch viele weitere Fragen. Steht es schon fest, ob und wenn ja, wann ihr auswandert? Und die Frage kam eigentlich sogar sehr, sehr oft. Und deswegen dachte ich mir, ich greife das Thema nochmal kurz auf. Leider nie.
Ja! Wir waren ja letztens in Miami und haben da auch Kontakt mit zum Beispiel einer Maklerin gehabt und haben uns da auch was angeschaut. Und wir wollen auch unbedingt ganz, ganz, ganz bald wieder dahin, um das ganze Projekt quasi weiter vorzubereiten und zu planen. Und daraufhin, dass wir das Video darüber gedreht haben, haben sich noch mehr Makler bei mir per E-Mail gemeldet und wollen mir halt helfen bei diesem Schritt und... Drei. Was? Drei. Drei Makler. Genau, danke Ulrike. Und wir werden das auch auf jeden Fall weiter verfolgen, so weit wir und so schnell wir das halt können. Ich kann euch nicht sagen, ob wir das in einem Monat schon realisieren, ob das erst am Ende Nächste Frage. Des Jahres sein wird. Wir haben im Moment auch sehr, sehr, sehr viele Termine, vor allem hier auch in Deutschland. Deswegen müssen wir immer schauen, wann wir wirklich mal ein, zwei, drei Monate raus sein können. Und ja, so viel dazu. Nächste Frage. Leute, kannst du mal ein Prank-Video machen, wie Julian das immer mit dir macht? Und ihr liebt diese Videos, ich weiß das. Der Julian prankt mich ja immer mit so kleinen Spaßsachen und schneidet das Ganze dann zu so einem großen Prank-Video zusammen. Und ich will das auch machen. Und ich habe da auch mega Bock drauf. Nur das Ding ist, wenn der Julian mir irgendwas gegen den Kopf wirft oder mich irgendwie weckt, dann reagiere ich so krass, weil ich mich immer so mega hart erschrecke. Okay. Und ich habe das auch schon mit dem Julian probiert. Ich habe sogar schon ein paar Clips gedreht und aufgenommen, aber okay. Daraus kann ich einfach kein Video machen, weil dieser Junge sich nie erschreckt. Und ich blende euch jetzt mal zwei kleine okay. Videoclips ein. Das war lustig. Wenn ihr Ideen habt, ab damit in die Kommentare. Aber ich verspreche euch, es wird so ein Prank-Video von mir auch mal geben. Nächste Frage. Wann wollt ihr ein Baby haben? Oder wie viele Kinder möchtet ihr? Da waren so viele Fragen zu diesem Thema. Ich gehe davon aus, dass diese ganzen Baby- und Nachwuchsfragen einfach dadurch kamen. Fünf Stück. Weil Julian ja gerade ein Video quasi darüber gedreht hat, wie wir Babykleidung gekauft haben. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich das auf jeden Fall in der Infobox und auch am Ende von diesem Video. Es kamen wirklich so viele Fragen, ob ich ein Mädchen bekomme, ob ich einen Junge bekomme, wie viele Kinder ich haben will, wie ich meine Kinder nennen will. So viele Fragen, die ich euch gar nicht beantworten kann. Aber ich dachte mir, ich nehme das Thema trotzdem mit ins Video auf, wenn es euch so sehr beschäftigt. Es gibt wie im Internet so viele Tests, die man machen kann. Und ich bin da auf so ein paar lustige Tests zum Thema Babykriegen gestoßen. Es gibt sogar Tests, wie meine Kinder heißen werden. Den müssen wir nicht machen. Ulrike. Nein! Wie soll ihr Kind später heißen? Hier ein paar Ideen. Los geht's. Wo würden Sie lieber Urlaub machen? Ulrike. In den USA, in Deutschland, in Mallorca. In den USA. Was essen Sie lieber? Bratwurst, Burger oder Pommes? Wollt ihr mich verarschen? Ich will wissen, wie meine Kinder später heißen und ihr fragt mich, ob ich lieber Bratwurst, Burger oder Pommes esse. Boah, manchmal frage ich mich echt, wer sich solche Tests ausdenkt. Pommes. Welches Geschlecht soll dein Kind haben? Weiblich, egal, männlich. Ich würde mal sagen, egal, im Gymnasium. Welche Haarfarbe hast du? Eher schwarz-braun, rot, blau, orange, pink, eher blond. Was ist denn rot, blau, orange, pink? Also ich mache jetzt mal eher blond. Wo lebst du? In der Großstadt, in einer kleinen Stadt, auf dem Lande, in der Großstadt. Welche Farbe ist am schönsten? Grün, rot oder schwarz? Pff, da würde ich jetzt mal rot sagen. Wie würdest du deinen Charakter einschätzen? Hilfsbereit, nett, sexy, einfach, natürlich. Hilfsbereit und nett mache ich mal. Darf ich kurz unterbrechen? Ulrike ist ein weiblicher Vorname, der auf den männlichen Vornamen Ulrich zurückgeht. Er kommt aus dem Althochdeutschen, dort bedeutet Urgeil Erbgut, Heimat und Reich. Verbreitung findet er vor allem seit dem 18. Jahrhundert in Adelskreisen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde er aufgrund seiner vermehrten Verwendung in Zeitungs- und Zeitschriftenromanen volkstümlich. Ulrike. Worauf legst du am meisten Wert? Auf Ehrlichkeit, auf Offenheit, auf Hilfsbereitschaft. Alles ist wichtig, aber Ehrlichkeit geht über alles. Welche Augenfarbe hast du? Braun, blau, grün, braun, blau. Okay, sind wir bei der Auswertung. Wie soll mein Kind heißen? Zu 70% sind sie, Doppelpunkt, Mädchen, Doppelpunkt,
Julia! Mein Kind wird Julia heißen. Was ist deine Lieblings-Pilou-Sorte? Und die Frage musste natürlich mit rein. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Wir haben letzte Woche neue Pilou-Produkte gelauncht. Und zwar insgesamt 6 neue Produkte. Das heißt 3 Sorten, die es jeweils als Cremeschaum und auch als Duschschaum gibt. Und zwar ist es einmal Slushy Apple, Cotton Candy und die Limited Edition für den Frühling Happy Spring. Es gibt jetzt insgesamt schon echt viele verschiedene Pilou-Sorten. Ich kann mich eigentlich nie entscheiden, aber am häufigsten benutze ich im Moment eigentlich, vor allem und zum Händewaschen, Happy Spring. Aber ich glaube einfach nur, weil diese riesengroße Happy Spring Pilou-Dose immer bei uns im Wohnzimmer steht, ich immer daran vorbeilaufe und das deswegen immer in meinem Kopf ist. Und in der Dusche habe ich immer mehrere Sorten und da wechsle ich mich eigentlich immer ab. Einen wirklichen Favoriten habe ich nicht. Jede Sorte ist einfach irgendwie auf seine eigene Weise perfekt und ich liebe die alle. Schreibt mir in die Kommentare, was eure Lieblings-Pilou-Sorte ist oder was ihr im Moment am liebsten benutzt oder von den neuen Produkten, was euch da am besten gefällt. Die letzte Frage ist, wenn du genau eine Sache an Julian ändern könntest, was wäre es? Und ich glaube, auch wenn sich das jetzt total kitschig anhört, ich glaube, ich würde gar nichts an ihm ändern. Wir kennen uns so lange schon und jeder Mensch hat einfach seine Schwächen, seine Stärken, Dinge, die man lieber mag, Dinge, die einen unfassbar aufregen. Aber ich liebe ihn genauso, wie er ist und ich möchte, dass sich gar nichts grundlegend irgendwie ändert. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass die liebe Ulrike spontan Gast in diesem Video war. 1,234,567,890. Was? Es war auf jeden Fall mal etwas anderes. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben. Vorsicht, Ball. Au! Hoffentlich bis zu meinem nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich hab euch lieb. Tschüss. Ulrike.